Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren weiter die M3 in Düsseldorf, wie es da steht. So. So. Lenkrad. Oh, mal wieder. Moment. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt. Türen zu und weiter. Performance ist mal wieder perfekt. Ihr seht schon, ich musste das Programm vom Lenkrad wieder einschließen. Ich weiß nicht, was Omsi jetzt hat. Seit neuestem muss man das. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Fahr. Münchener Straße. Münchener Straße. Ich bin jetzt aber nicht falsch gefahren, oder? Wehe. Scheiße. Scheiße. Oh Mann, ey, das kann auch nur mir passieren, oder? Ganz ehrlich. Gibt's doch gar nicht. Ah, oh Mann, ey, das ist zum Ausrasten. Düsseldorf. Performance, sieht er ja, ist ja perfekt. Wo ist mein Scheißgang? Da. Jetzt ist natürlich auch rot geworden. Hätte nicht besser laufen können. So, wo ist die Haltestellenbremse? So. Ja, da warten wir wieder an der roten Ampel, ne? Was ganz Neues. In Düsseldorf. Wie gesagt, das Ibis, ich bin gestern nochmal in München gefahren. Wir fahren ja ab danach, wenn wir die M3 durch sind, fahren wir dann in München. Und danach bin ich auf eure Kommentare gespannt und Vorschläge. Ja, das Ibis, wie gesagt, ist aus München geklaut. Nur die Fahrernummer ist ein bisschen geändert. Und die PIN. Der Fahrscheindrucker schaut okay aus. Das Ibis schaut in Düsseldorf zwar so aus, mit Grün, aber nicht genau wie das in München. Also da hätte man schon was anderes machen können. Das ist ein bisschen peinlich. Lieber Kevin. Der Dashboard schaut gut aus. Auch wenn es aus dem ANJ-Dings geklaut ist, schaut er trotzdem gut aus. Tür sounds okay. Hupe überhaupt nicht okay. Die 80er Hupe. Was hat jeder Bus, glaube ich. Das macht sich keiner mehr die Mühe. Rehfeld Neuss. Düsseldorf Zentrum. So. Münchener Straße. Oh, wir haben 8 Minuten Verspätung. Wir müssen ja nicht überall halten. Habe ich ja vergessen. Deswegen mag ich solche Linien gar nicht so. Weil man da alles durchfahren muss. Expressbuslinien mag ich jetzt nicht so gern. Jetzt stehen wir wieder im Stau. Ihr wisst, dass ich damit nicht klarkomme. Weshalb ich gleich einfach durchfahre. War gelb. Natürlich. Uni Südost. Ja, wenn da keiner steht an der Haltestelle, ist eine Mene schuld. Ja. Stimme immer noch nicht gut. Nur in der Aufnahme natürlich. So. Dann biegen wir mal hier ab. Hallo, ich muss da rechts. Ist der mit dir nicht richtig? Danke. Oh Gott, ihr seht, die Performance bricht wieder in sich zusammen. Ist ja mal wieder was ganz Neues. Regt auch gar nicht auf, ne? Nö, überhaupt nicht. Wie gesagt, den Bus finde ich schon gut. Kann man nicht sagen. Ist okay. Aber die Map mit den Spanderobjekten und so, und das ist. Naja, wenn du schon ein Temposchild machst, dann mach halt alle gleich und nicht aus den 80ern ein paar. Und die anderen halt so schlecht geschnitten einfach hin. Ihr wisst schon. Fahr. Universität Südost. Keiner. Pech. Ganz toll, habt ihr das hier gemacht. Ganz toll. Aber der Hupe, da bewegt sich das Ding auch nicht. Sehr realistisch auf jeden Fall. Wir hupen mit Hupe. Hup, 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 hup.
Hup, 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 hup. Wow. Ja. Ganz toll. Wieder ganz toll gemacht. Und die Mitte, da ist die Endhaltestelle von der U, sag ich schon, von der 836 oder was war das? Oder 835, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Jetzt wollen die Leute natürlich auch hochsteigen. Einsteigen will natürlich keiner. Haben wir nicht geschildert? Haben wir nicht richtig geschildert? Doch. Am Seestern haben wir schon richtig geschildert. Weiter geht's. Weiter geht's. Wie lange fahren wir noch? Ich habe keinen Bock mehr. Schon langsam auf diese Map. Die geht mir schon gestrichen. Achso, hier ist Universität Mitte für M3. Ups. Ja, gut. Kann ich ja nicht wissen. Hallo. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hallo. Für mich bitte einmal Patchouli. Sehr schön. Das ist ein bisschen zu laut tatsächlich noch. Also, ich müsste jetzt schon hier hinstellen. So. Türen zu. Mach vorne auch zu, verdammte Axt. Danke. Weiter. Mohrenstraße. Dün dün. Mohrenstraße. Natürlich wieder mit dem Aufnahmeprogramm aufgenommen. Wie immer. Das finde ich halt an München gut. Da haben sie halt Originalansagen aus München jetzt wirklich genommen. Ist schon was anderes. Anderes Feeling. Aber gut. Man kennt es halt, Kevin Maps, ne? Man kennt es halt. Immer originalgetreue Ansagen. Wow, jetzt haben wir wieder Eis hier auf dem Boden. Wie in Köln auch. Muss ich da jetzt... Schauen wir mal. Ah, Stadtbus, hi. Solobus wird nicht mitgeliefert, falls euch das interessiert. Wenn euch fragt, ob das Geld... ob das Addon das Geld wert ist. 30 Euro sind auf jeden Fall viel zu überteuert. Wenn ihr das wissen wollt, ja. Oh. Ich kaufe mir halt trotzdem. Damit ich es hab, aber nicht für euch. Aber jetzt nicht, weil ich unbedingt so viel Spaß haben möchte mit dem Addon. Nee, das nicht. Nicht falsch verstehen. Nein, weil ich euch das einfach nur zeigen will und. Ja, es ist einfach zu überteuert. Wenn ihr es haben wollt, kauft es euch, aber ich empfehle es euch jetzt nicht unbedingt. Hätte besser sein können. Man hätte schon mehr reinstecken müssen. Für 30 Euro deutlich mehr. Schaut euch an, alles Spandau hier. Also fast nichts Neues. Schade eigentlich, weil eigentlich hätte man schon da ein bisschen mehr reinstecken können. Mehr Zeit investieren und so. Wisst schon. Das checkt man halt nicht. Mohrenstraße. Keiner. So, weiter geht's. Bevor man sich schon wieder am Abkacken. Das gefällt mir natürlich tierisch. Für mich zum Spielen ist es natürlich perfekt. So eine Performance. Freue ich mich mal wieder. Bildbahnhof. Ihr seht es ja wahrscheinlich. Übergang zu DS-Bahn. Man sieht es mir förmlich an. Die Freude. Hier soll eine Bushaltestelle sein, ist sie aber nicht. Mann, Leute.
kann man da nicht ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Das Addon muss schon fehlerfrei sein, wenn man draus bringt. War bei München aber nicht anders. Am Anfang. Ohne Hupe und so, das war auch. Da habe ich mich auch schon aufgeregt. Es war aber vor meiner YouTube-Zeit. Als der noch rauskam, ist ja ein bisschen länger her schon. Ja. Bitte. So. Na, komm. Boah, jetzt leckt's aber richtig. Ist nicht mehr normal jetzt langsam. Ja. Die M3 ist ja vor allem ganz schlimm. Der will nicht einsteigen, dann fahren wir weiter. Ach, das ist ja nicht mal Bilk. Moment, wir müssen ja bis Bilk fahren. Stopp mal. Ja, das haben sie bearbeitet. Ich sehe es. Ich sehe es, wie ihr es bearbeitet habt. Mecker nicht da hinten. Ruhe auf den billigen Plätzen. Das ist auch nicht Bilk. Hier fahren wir durch, glaube ich. Fahr halt. Danke. Na, war noch grün. War noch gelb. Oder dieser Strich halt da, keine Ahnung. Ach man, Leute, jetzt reicht's ab mir aber auch mal. Die scheiß KI. Bestes programmierte Spiel. Am besten programmierte Spiel, echt. Beste. Bin begeistert. Performance-technisch auch sehr gut. Der Bus fängt an zu springen. Noch besser. Das nervt mich halt schon langsam. Schau durch. Boah. Ja, ein bisschen auf der Rampe. Ist ganz gut. Das ist eine Busspur, ihr Idioten. Schon mal was von der Busspur gehört? Hallo. Ich glaube, Takt. Frag bitte nicht, wie ich fahre. Ja. Jetzt ist die Performance richtig am Abkacken. Ich sehe schon. Das ist Omsi. Was soll ich sagen? Nee. Das ist meine Spur. Bis 836er da unten in die Puschen kommt. Der kommt ja schneller um die Puschen als die. Hup nicht, sag ich. Fahr schneller. Fahr zu. So, wir sind im Bilk. Das hat der Kollege wahrscheinlich den Platz weggenommen. Super. Fahr. Fahrt, Mann. So, Bilk. Nein. Mach zu. Warum gehen die Türen nicht zu? Jetzt. Die scheiß Tür zu. Money, Pech gehabt. Bus ist weg. Keine Lust jetzt. Warum blinkst du rechts? Es gibt eine Rechtsabbiegerspur. Was ist denn mit dir? Kirchplatz. Was ist denn mit denen? Düsseldorfer können kein Auto fahren oder was? Habe ich was verpasst? Du bist aber auch so eine Pfeife, ne? Hier. 836. Was ist denn mit dir? Und sonst fährst du mit einem Solarschiss. Ganz ehrlich. Ich bin's, der da vor dir steht. Du bist aber so eine Pfeife. Ich hab den jetzt nicht mal mitgenommen. Das ist mein Platz hier, du Pfeife. Alter. Ich krieg jetzt echt Aggressionen gleich. Nee. Das kannst du sowas von vergessen jetzt. Ganz ehrlich. Jetzt echt Aggressionen langsam. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist ja wohl klar, dass ich da jetzt mit den ohne Kollisionen weiterfahre. Ist ja wohl klar.
Das ist mehr als glasklar. Mann, ey, bring mich nicht auf die Palme, genau. Wie ich immer gesagt habe. So. So. Ist hier der Kirchplatz? Ja, ist es. Hinten. Na gut. Schneller einsteigen. So. Dicht. Bevor die hinten kommen. Der Bus braucht aber auch ewig. Ja, wir haben wenigstens Verspätung aufgeholt. Man denkt, ich warte an der Schlange durch. Wenn ich schon Verspätung habe. Landtag. Wenn ich die Kollision ausmachen kann, dann mache ich sie halt aus. Landtag Kniebrücke. Niederkasseler Kirchweg. Das geht einfach mal drüber. Seht ihr das? Das geht einfach mal in das Grüne mit rein. Sehr realistisch gemacht auf jeden Fall. Zweizeilig oder so? Nö, gibt's nicht. Boah, ist der Spiegel fett, ey. Alter. Und die Kurve ist auch gar nicht eng für den Bus, ne? Scheiße. Solo-Bus wäre nicht schlecht, wenn der auch mal mitgeliefert würde. Werden würde. Ja, gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? So ist es. Das habt ihr richtig erkannt. Handy klingelt hier andauernd. Ach so, die Kniebrücke. Und der Landtag. Da, wo die Performance mal wieder abspackt, richtig. Man kennt es. Ja, ja, Fahrerflucht. Könnt mich, also mich auch. So, wo ist der Fernsehturm? Natürlich nicht da. Landtag Kniebrücke. Zum Glück hat der Bus keine Macken jetzt. Boah. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wo wir dann die Strecke endlich zu Ende fahren, hoffentlich. Ja. Mit viel Aggressionen. Bis dahin. Ciao.